und so fort. Ja? Und kommen dann mit irgendwelchen Versen, die aus dem Kontext setzen und versuchen damit den Muslim durcheinander zu bringen. Natürlich, der Durchschnittsmuslim hat natürlich erstmal keine Antwort darauf. Und bevor wir an Koraninterpretation gehen, muss ich eine Sache erwähnen, die sehr wichtig ist für uns zu verstehen. Alhamdulillah, der Koran ist nicht nur ein Buch, was herabgesandt worden ist und der Mensch ist alleine gelassen worden mit der Interpretation, sondern die Interpretation ist direkt mit herabgesandt worden. Warum? Weil Allah sagt in Surah 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, ja Mohammed, damit du den Menschen erklärst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Und das ist ein großes Problem. Du hast es manchmal mit bibelfesten Christen zu tun, die von sich behaupten, wir haben das richtige Bibelverständnis, aber sie haben kein System. Der eine versteht es so, der Baptist versteht es so, sagt, das ist das Richtige, wir gehen haargenau nach Bibel, die Zeugen Jehovas gehen nicht nach der Bibel, der Zeuge Jehovas sagt, wir gehen genau nach Bibel, die Baptisten gehen nicht nach der Bibel. Und hier muss man wir wenden jetzt mal ein islamisches Konzept an, um die Wahrheit vom Falschen zu unterscheiden. Im Koran gibt es ein Konzept, mit dem man unterscheiden kann, was ist die richtige Interpretation und was ist die falsche Interpretation. Wie sieht das aus? In Surah 3, Vers 7 sagt Allah, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ. Er ist derjenige, der das Buch auf dich herabgesandt hat, den Koran. Und hier gibt es deutliche Verse, explizite Verse, die keine Interpretation bedürfen. Du darfst nicht stehlen, du darfst nicht und so weiter. وَأُخَارُ مُتَشَابِهَةٌ. Andere Verse, die Interpretation bedürfen. Und dann sagt er, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Das heißt, und die Leute, die in ihren Herzen eine Krankheit haben, den Drang zum Abschweifen, die folgen dem von dem Buch, was mehrdeutig ist. Die folgen dem, was mehrdeutig ist und wollen das missdeuten und wollen damit Verwirrung stiften. Und hier gebe ich ein Beispiel, um das zu illustrieren, um das deutlich zu machen. Wenn wir einen deutlichen Vers haben und wir haben einen zweideutigen Vers, wie muss dann wie muss dann interpretiert werden? Der deutliche Vers muss logischerweise, der undeutliche Vers, der mehrdeutige Vers, muss logischerweise im Lichte des eindeutigen Verses interpretiert werden. Ich gebe ein Beispiel. Subhanallah, vor 3 Tagen habe ich einen Anruf bekommen. Ich bin bald durchs Telefon gesprungen, vor Wut. Weil mich regt das so auf, wenn jemand Schwachsinn über die Religion erzählt. Ein sogenannter Hodja aus Albanien, der hat gesagt, man kann Alkohol trinken. Kein Problem. Und er kam mit dem Beweis vom Koran. Beweis vom Koran. Sure 16, Vers 67. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَعَنَّابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Und von den Früchten von den Palmen und von den Rebstöcken macht ihr euch berauschendes Alkohol und gute Versorgung. Das ist der Beweis hier. Man darf Alkohol trinken. Ich frage, wo steht hier, man darf Alkohol trinken? Nirgendwo. Hier steht, Allah berichtet darüber, was die Menschen machen. Und in einem anderen Vers steht, du darfst kein Alkohol trinken. Fashtanibuhu. Der ist von dem Amel von Shaitan, der ist von den Werken des Satans. Fashtanibuhu. Halte dich davon fern, geh weg davon, lasse das voll, mach einen großen Bogen rum. Das heißt, wir haben einen deutlichen Vers und hier haben wir einen Vers, der sagt weder, dass Alkohol verboten ist, noch sagt, dass Alkohol erlaubt ist. Hier berichtet der allmächtige Gott nur, was die Menschen damit machen. Er kann auch sagen, wir haben Eisen herabgesandt, ihr baut damit Autos und macht damit eine Waffe, mit denen ihr den kleinen Kindern im Kindergarten abschlachtet. Ach, kleine Kindergarten im Kindergarten abschlachten ist halal, ja, hier steht im Koran. Subhanallah, ist totaler Schwachsinn. Oder ich sage, der Schüler hat eine Matheaufgabe gelöst, er hat gerechnet 2 plus 2 ist 5. Heißt das jetzt, dass das richtig ist? Nein, ich berichte nur darüber, was dieser Schüler, was er falsch gerechnet hat.
Und jetzt einige Beispiele aus der Bibel, beispielsweise die Zeugen Jehovas, ja? Die sagen beispielsweise die Katholiken, das hat nichts mit Christentum zu tun. Die beten Maria an. Das ist Haram. Im Koran, in der Bibel steht, man soll nur Gott anbeten. Die sagen Jesus und so weiter und so fort. Die machen sich Bilder. In Exodus 20, Vers 2 steht, du sollst dir keine Bildnisse machen von Gott. Das dürfen die nicht. Bei uns, bei den Zeugen Jehovas, also so sagen sie, gibt es keine Bilder. Die haben die Bibel richtig verstanden, sagen sie. Aber bei einem anderen Vers, in Offenbarung 20, Vers 10, da sagen sie, dort steht, und der Teufel wird in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, das Tier und der falsche Prophet ist. Dort werden sie Tag und Nacht gequält für alle Ewigkeit. Was sagen die Zeugen Jehovas hier? Ganz klar der Vers. Ganz explizit, sie sagen, das metaphorisch zu verstehen. Es gibt keine Hölle, das ist metaphorisch zu verstehen. Subhanallah, ich dachte, du gehst streng nach der Bibel. Wo ist deine Autorität zu sagen, hier, ist nicht damit gemeint. Wo ist deine Autorität? Wir im Islam, wir hätten eine Autorität, indem wir zurückgehen zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und dann haben wir das richtige Verständnis vom Koran. Wie ich schon gesagt habe, der Koran wird erklärt, Koran mit Koran, Koran mit Sunna. Und wir schauen, in welchem Zusammenhang wurde ein bestimmter Vers herabgesandt. Denn der Koran ist kein Buch, was chronologisch herabgesandt wurde, Geburt des Propheten Mohammed s.a.w. bis zu seinem Tod, sondern im Leben des Propheten gab es verschiedene Ereignisse und zu den verschiedenen Ereignissen kamen die Instruktionen, kamen die Befehle, kamen die Verbote. Beispielsweise steht im Koran, sie fragen dich nach dem Alkohol, sage, der Alkohol ist das und das. Sie fragen dich nach dem und dem und Allah sagt, sprich, in dieser Sache ist das und das und das und so weiter. Und in diesem Zusammenhang muss man die Verse, und in diesem Zusammenhang sollte man auch die Verse verstehen, die diese Menschen halt benutzen, um den Koran zu misszudeuten. Ich gebe ein anderes Beispiel von Protestanten und Katholiken. Wir haben in der Bibel, wird als stärkster Beweis genommen, für dass Jesus Gott ist. Laut Christentum ist Jesus Gott, auch viele Christen wissen das nicht. In Johannes 8, Vers 58. In Johannes 8, Vers 58 steht, dass Jesus gesagt haben soll, bevor Abraham war, habe ich schon existiert. Dadurch sagen sie hier, guck, der hat also vor Abraham existiert und muss Gott sein. Aber ist das ein expliziter Vers? Nein, das ist gar kein expliziter Vers. Das ist deutbar, ist interpretierbar. Aber wir haben einen anderen Vers, Markus 10, Vers 18, da kommt ein Mann zu Jesus, sagt, guter Mann, was ein guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Er sagt, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Jetzt in der Bibel. Ist derjenige, der das gesagt hat, Gott? Ist derjenige, wenn ich bin beim Arbeitgeber, zu mir kommt jemand und sagt, hör mal, kannst du mir Urlaub geben? Dann sage ich, das kann nicht ich, das kann nur der Arbeitgeber. Bin ich dann der Arbeitgeber? Jeder Mensch versteht, dass er hier sagt, ich bin nicht Gott. Aber er sagt nein. Die nehmen sich dann diesen Vers und interpretieren den Lichten des zweideutigen Vers. Und das Schöne daran ist, wir könnten es beispielsweise auch anders interpretieren. Wir könnten interpretieren, dass die Menschen eine vorfleischliche Existenz hatten, so wie der Koran es beschreibt. Und als Allah die Menschen aus den Rücken von den Kindern Adams, als er sie zur Existenz brachte, bevor wir geboren wurden, auf eine andere Art und Weise. Und wir können es auch noch interpretieren, so wie die Christen einen anderen Vers interpretieren. In Jeremia 1, Vers 5, dort steht, dass Jeremia eine Existenz vor seiner Geburt hatte. Warum wird nicht gesagt, Jeremia ist auch Gott? Nein, hier wird eine andere